Moin ihr Süßen und willkommen zur zweiten Folge von Mortal Shell. Ja, ein bisschen kleiner Fehler passiert, denn ich habe für ungefähr 10 Minuten gezockt und dann guckte ich so nach links und mir fiel auf. Oh, die Aufnahme läuft nicht. Scheiße. Aber ist nicht schlimm, ist nicht wirklich viel passiert, aber mein Kumpel Marcel hat mir einen Tipp gegeben, der hat mich jetzt noch angerufen, weil er auch das Spiel zockt. Und zwar, Moment, ich kann kurz überschalten. Sind wir hier bei Schwester Genesa, oder Genessa, wie die Alte heißt, und wir müssen ja, um zu skillen, unseren Namen wissen. So, jetzt habe ich gedacht, ich muss durch die Gegend laufen und herausfinden, wie ich heiße. Nee, du brauchst einfach nur die Alte anquatschen. Sip this and you'll ja, komm, mach. Und dann zahlst du der alten Schnepfe hier 250 Ta, also die Währung, und dann kannst du nämlich hier wunderschön skillen, wenn du die nötigen Punkte hast. Hätte ich nie gewusst, ich wäre stundenlang durch die Gegend gelaufen, ohne zu wissen. Marcel, danke nochmal dafür. Und hier oben im Turm, wenn man ganz hoch geht, ist der Händler. Habe ich auch nie gewusst. Gut. Jetzt habe ich auch den ersten Miniboss entdeckt, da hinten. Dieses Drecksvieh. Also das ist wirklich, der ist so ekelhaft. Der geht mir richtig auf den Sack. Weil dieses Kampfsystem, ich muss mich korrigieren, ist auch noch nicht ganz so ausgereift, wie ich dachte. Denn, Moment, ich zeige euch das Wort. Das ist jetzt der Boss. So, ich roll jetzt weg, oder weich aus. Anstatt der nach da ausweicht oder nach da, also von ihm weg. Nee, rollt er immer in seiner Reichweite um ihn rum. Und dieser Typ hat zwei so riesen Klauen, der macht den Schwinger und trifft dich jedes Mal aufs Neue. Ey, das ist zum Kotzen. Und dieses Pariersystem raff ich absolut nicht. Ich habe jetzt schon in die Bärenfallen hier reingezogen, gezogen, aber pff, die machen ihm keinen Schaden. Deswegen, ihr habt nicht mal was außer Fluch. Da ist die Sau, da liegen übrigens meine Tars, meine Seelen. Man beachte seine wunderschönen. Läuft die ganze Scheiße überhaupt jetzt? Ja. Man beachte seine wunderschönen Klauen. Diese. Weg, 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 weg! Der macht wieder den. Um ihn herum. Ausweichscheiß. So, ich muss meine Seelen wieder kriegen. Weich aus, nehmen sie mit. Das nehmen sie doch mit! So. Okay, Konzentration. Ja, ja, ausweichen tue ich. Geht sowieso nicht. Oh, zurück. Weil er die Klaue rausholt, macht er auch Schaden. Und ich mache übrigens mal 11 Schaden an ihn. 11 Schaden mit jedem Schlag. Einmal schlagen und zurück, zurück. Und verhärten. Ach, hab ich sogar. Ja, jetzt geht's wieder los. Jetzt. Du kommst jetzt hier nicht weg. Ich hab zu wenig Ausdauer. Ich brauch den Heini erstmal hier so einen Quaddel nehmen. Also auch 30 Gesundheit über 30 Sekunden. Er ist komplett behindert, so ein Heilsystem. So, hinrennen. Klapp, verhärten. Und zurück. Ein Schlag und wir abhauen. Ach ja, er hat die Klaue im Boden gehabt. Papier, ne? Ich krieg's nicht gewappnet. Ich weiß nicht, wo man es machen muss. Ah, falscher Angriff. Ich bin verhärtet und trotzdem stehen. Ah, geht's aufs Maul. Ja, weiß mal, den Kopf auf, du Affe. Ja, vor allem, ich mach hier kaum Schaden an denen. Aufpassen, weil wenn die Klaue raus, gibt auch wieder Schaden. Zurück, zurück, zurück! Weich doch aus! Ich bin fertig, ich hab noch. Ich pilze mir auch nichts, ey. Das dauert 100 Jahre, bis du mal ein bisschen gehypt bist. Zurück. Schwede. Er rennt doch nicht in seine beschissene Reichweite. Ich kriege Höchstwerte mit dem Kerl, ehrlich. Zwei Schläge und zurück. Noch nicht in die Ecke dran, noch nicht in die Ecke. Wohin? Wo rollt er denn hin? War zu viel lang. Oh, ich wollte gar nicht härten. Scheiße! Ah, okay, schon die Seele, die Dings holen, die Hülle. Die Hülle. Weg, 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 weg.
Wo ist er? Ah, das ist ein gefährlicher Angriff. Du kriegst sogar Charmin an seine Klaue aus dem Boden ziehen, ey. So, jetzt. Und zurück. Weich doch aus. Weich doch aus, hallo. Ich glaube jetzt nicht. Da, er rennt immer in seinen scheiß Angriff rein. Da, er rollt in den Angriff von dem Gegner. Das ist, ey, wie behindert muss man sein? Warum macht man so eine Scheiße? Ich hab ja keine Energie, jetzt bin ich ja wieder tot, kann ich vergessen. Zurück! Ey, ohne Scheiß. Dieses bepisste Kampfsystem, hat man selber gesehen jetzt. Er rollt in seine Angriffe rein. Er ist doch kein Ausweichen. Boah, jetzt kann ich den ganzen Huren-Scheiß-Fick noch mal machen, ey. Und das ist erstmal Minibus. Machst da 11 Schaden. Ja, den mach ich erstmal gar nicht. Ich hole mir erstmal eine andere Hülle oder was. Das ist doch scheiße so. 11 Schaden mit dem Schwert. Macht sogar meine Ohren mit dem Krückstock mehr Schaden. Mal die Truhe aufmachen, wenn der da ist. Ja, komm mal her hier. Komm. Renn nicht hin und mir die Truhe. Oder auch nicht. Mach's da auf. Oh, jetzt hau ab. Mechanischer Stachel. Ah, ist das vielleicht für den... Ist das der Dings? Warte mal, was ist das mechanische Stachel? Kommt die Arschgut hinterher? Nee. Oh, geht er mir auf den Sack. Immer dieses komische Rollen. Wo ist das Ding denn jetzt? Mechanische Stange. Da. Aha. Okay. Das ist nämlich das Ding, was man auch so oben Beta kennt. Dieser Spezialangriff, der echt viel Schaden macht. Und ich habe oben irgendwie eine Werkbank gefunden. War die hier, ne? Genau. Ach ja, den hier. Moment. Hab vergessen, den Timer zu stellen. So. Was? Ah, und. So. Alles klar. Okay, L1 und X. Ne, Moment, L1 und Dings. Ist nämlich nicht X, ist nämlich F1. R1. Wenn ich nicht verschlossen, Entschlossenheit habe. So, mein Freund. Jetzt geht's hier an den beschissenen Kragen. Du kannst Spezialangriffe, ich nehme hier auch. Gut, dass ich die Kiste aufgemacht habe, ne? Ist nur ein Pilz jedes Mal. Es ist so blöd, ey. Da wünschen wir echt die Estus-Lakons aus Dark Souls. So, bin mal gespannt. Man geht eigentlich die beschissene Dings weg. Hä? Der macht das gar nicht! Warum macht er es denn nicht? Ja, mit dem bisschen Lebenspunkt wollte ich gar nichts angreifen. Komm, mach mich platt. So, parieren bringt auch nichts. Ey, dieses Parieren, das kann mir. Ich verstehe nicht. Ich verstehe es nicht. Komm, du. Da war doch hier der und der. Ah, nee, Quatsch. X ist wirklich Angriff. Ja, klar. Oh, bin ich blöd. Nicht R1, X. Bin ich selber schuld und kann anschnauzen. Ey. Aber jetzt. Jetzt mach ich ihn platt. Ich glaub mir selber nicht. Ja, komm, laber nicht. Schweine labern auch nicht. Jetzt geht los. Quaddel wechseln. Gucken, ob die Bären fallen. Ja, selbst die machen ihm keinen Schaden. Oh, erstmal meine Seelen.
Ich sag immer sehe, mein Tar. So, nimm die Scheiße. Umdrehen. Anvisieren. So, und jetzt? Der macht's nicht! Warum macht der's denn wieder nicht? Ach, weil ich kein Dings mehr hab. Wieso hab ich kein Dings mehr? Ich hätte für eine ganze leichte Folge gehabt mit Entschlossenheit. Ah, nee, komm ich auch ab, ey. Du hast doch keinen Sinn hier mit 11 Schadenspunkten da, ey. Rein. Warum ist meine Leiche, meine Leiste mit Entschlossenheit verschwunden? Ja, mit euch komme ich klar. Ist an der Ecke. Oh, Bärenfalle, war knapp gewesen. Zack. Oh, juckt die gar nicht. Aber wieder so ein Axt-Heini dabei. Ja, oh, falsche Tasten. Und weg hier. Nicht so viel wollen. Ich will so viel. Nicht gut. Junge, da ist der Gegner. Oh, warte mal, ich hab ihn freigeschaltet, ne? Die Quaddelwurzel. Über 30 Dingsbums. Also, das ist so dumm, ne? Also, das ist ein. Warum? Was bringt mir denn 30 Gesundheit über 30 Sekunden? Was ist das für eine Scheiße? Oh ja, sinnlose. Benutze diesen Gegenstand und dessen. Ja, bla bla. Noch 10 mal einsetzen. Wirst du getroffen, während du verhärtet bist? Gewehrt. Geht nicht so. Gewährt dir dieses einen Buff, der den nächsten erlittenen Schaden reduziert. Okay, ist so eigentlich genau wie das Ding hier, ne? Ah ne, der halt nicht. Ach, ich hab gar nicht gesehen, die Typen hier. Ach, die Bärenfalle. Fick, Scheiße. Ja, genau wieder gucken. Bong, bing. Hey, Grischner, der geht mir so auf den Sack, ne? Vor allem die Waffe macht gerade mal 11 Schaden an dem. Kostet dich 1000 mal Ausdauer, aber machst nur 11 Schaden. Das probieren wir mal her. Naja, wir haben ein Giftpilzchen. Umland von Fallgräben. Naja, wo finde ich denn diese anderen Höhlen? Oh. Oh, oh, ihr kleinen Hajo-Pies. Jo, mach den Schwinger, wo keiner da ist. Ey. Ich bin fallen! Ah, du bist ein Idiot! Manus gibt es trotzes. Bin mal gespannt. Die nächste erfolgreiche Parade erstattet die Entschlossenheit. Ja, ja, parieren funktioniert ja auch so toll in diesem Spiel. Nämlich gar nicht. Verdammt der Fick-Scheiß, wo bin ich jetzt hingekommen? Was ist das? Achso. Wie locker der hier kommt, ne? Der kleine Johnny. Hinter mir! Ich wusste, das war irgendwas.
Sag's, Penner da hinten. Komm ich jetzt wieder hoch? Nee. Ich sag euch das. Am Anfang dachte ich noch, das Spiel wieder relativ einfach, aber Pustekuchen. Au! Oh, und ein Bogen. Schütze. Oder Armbrust. Roll weg! Er hat ja keine Ausdauer. Was mache ich jetzt hier, ey? Ohne Scheiß. Was mache ich denn da? Gott, bin ich blöd, jetzt mal ehrlich. Warum drücke ich denn immer die falsche Taste? Ich will doch den Sprungangriff machen. Warum? Er macht die Rolle. Das ist nicht meine Folge heute. Tut mir leid. Ich könnte ja vorspulen. Wie wieder bei der kackten Schwester. I've kept your flesh safe, Foundling. Okay, jetzt muss ich wieder hinrennen. Mein Zeug aufsammeln. Das sind alle Seher, also Tarvik. Und meine Entschlossenheit. Nee, okay, Entschlossenheit behalte ich. Das ist schon mal gut. Kriegst du eine einzige Kappe. Leute, ey, man kann das Spiel auch wirklich unnötig schwer machen. Wirklich unnötig schwer. Und dieses Heilsystem ist wirklich unnötig schwer. Hallo, tschüss. Bis gleich. Hätte ich lieber nur drei von diesen Estus-Flakon oder sowas, aber das ist doch kacke. Wirklich 30 Heilpunkte über 30 Sekunden. War noch zwei, glaube ich, ne? Oh, der wäre in die falsche Richtung. Der pariert schon sowieso nicht, brauchst du gar nicht anzeigen. Na, warte mal, wo ist der Typ? Der Schütze. Ach, ich hab die wieder nicht gesehen, hab auf die Kiste geachtet. Hallo! Beruhigen Sie sich! Hör, von wo schießt der denn? Die Sau! Ach da! Aber wir rufen jetzt an! Nee, ich kann jetzt nicht! Nein, ich will runterfallen! Oh, wir rufen jetzt an! Ja, Moment! Moment! Ohne Scheiß. Den ganzen Tag sitze ich hier, mach nichts. So, kaum bin ich am Zocken, geht das Scheißtelefon wieder. Irgendwelche Handwerker kommen ja am Montag. Das ist mir, wir haben keine Zeit. Wir haben Freitag. Ich hab's eh mal vergessen. So, wo ist dieser kackte Bogenschütze? Und wieso kann der hier durch Bäume ballern? Wo ist der jetzt? Hör mal, ich höre den, aber sehe ihn nicht. Ist ja jetzt unsichtbar oder was? Ja, da unten, natürlich.
Die können ja geil schießen, die Jungs. Das weiß ich gar nicht. Heile ich mich eigentlich, wenn ich meine Dings da bekomme? Hier war noch einer gewesen, ne? Der da hinten. Ach, markier ihn doch. Wieder falsch Taste gedrückt. Ich muss diese Dark Souls schon aus dem Kopf kriegen. Teste ich mal kurz, ob ich mich heile, wenn ich die Hülle wieder kriege. Jo, ha! Auch gut zu wissen. Also dann brauche ich die Hüllen quasi erst dann immer nehmen im Bosskampf, wenn ich kurz vorm Sterben bin. Klappt ja auch meist so gut. Oder kann ich erst parieren, wenn meine Entschlossenheit voll ist? Ja, wer bist du denn? Hast du mal die 7 Meilenstiefel an, oder was? Weg! Voll nach hinten. Voll nach hinten. Ja, ja, parier mal ihn. Mal lieber verhärten. So, wo ist dieser dämliche, verkackte Armbrustschütze? Die sind echt unsichtbar, die Jungs. Jetzt halt noch mehr Ausrüstung anhaben. Okay, das ist geil. Falsch und anvisiert, aber egal. Komm her, Pestmaske. Zack, Schwert in dein Gesicht. Und zurück, 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 zurück. Und mal nachhauen. Ja, habe ich mir gedacht. Oh, die ist verschlossen, nehme ich immer den auf. Kein Hinweis, gar nichts. Ja, ja, hab ich schon mal gehabt. Ah, da ist der Turm. Hier gibt's doch diese komische Ritter-Dingsbums-Hülle. Mhm. Ich muss ja noch auch für den einen Typen was holen, ne? Irgend so eine alte da. Schleichen geht schon mal nicht. Oh, zwei von denen. Warte mal, guck mal da ein. Wo ist die Laute? Ich kann auch Gegner anlocken jetzt mit der Laute. Ich gebe mich mal auf Max. Okay, er kommt. Er kommt mal ganz. Hör doch auf! Ist er den Yoga-Kurs oder was? Da. Spezialangriff. Zack. Tot. Was kostet zwei Dinger? Er spielt immer noch seine Laute hier. Ah, los. Warum sonst gehört, dass ich ihn nur schlagen können. Ja, 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 beruhigen Sie sich. Ach so, ich bin da lang gelaufen oder gefahren? Okay, ja, den lasse ich mal liegen. Der ist mir egal. So wichtig ist der mir jetzt auch nicht. Worauf zielt der denn da? Oh, ein ganzes Lager von denen. Roll nach hinten! Roll doch nach hinten! Komm, wir 30 Punkte regenerieren. Oh! Der ist immer noch wütend auf mich.
Na, du? Oh Gott, ich schwinge jetzt nichts. Nein, 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 nein. Ich will diese andere Höhle haben, diese super schnelle. Der ist ja auch echt kacke, der Typ. So, was haben wir jetzt hier bekommen? Okay, kann ich in dieser Hülle benutzt werden? Brauchen wir gar nicht erst lesen. Das andere war ein großer Bolzen, ne? Ah, der ist wahrscheinlich auch wieder für irgendeine Waffe. Kompendium. Waffen, großer Bolzen. Dieser übergroße Bolzen liegt schwer in der Hand. Er scheint, als wäre dieser Bolzen unbenutzt weggeworfen wie Müll. Solch ein umständliches Geschoss muss im Muraden geschmiedet worden sein. Die Neoretiker hielten nicht viel von Zweckmäßigkeit. Sie bevorzugten erst Sachen zu erfinden, die den Träger herausfordern würden. Ist das für diese Fernwaffe, die man bekommen kann? Wach, ich bitte dich! So ein Jona-Fall. Da ist die Hülle! Da ist die Hülle! Der Ritter! Wie komme ich da hin? Jetzt an die Jona springen, bin ich tot. Achso, ja. Umsehen muss man sich mal, ne? So, der Pfeil Heidi lebt sogar noch. Müssen wir aufpassen. Quaddelkäppchen, ja, ja. Zack. Amiraten verschlossen. Ja. Ist ja hinter den Dingern versteckt. Ah, oh, neue Hülle, endlich. Oh, die hat eine dicke fette Rüstung an. Und den Bundesadler auf der Schulter. Ah, sieht aber geil aus, der Typ, ne? Ein Mann ist mir eine okay, unbekannte Hülle. Wow, hat der viel Leben. Aber er hat kaum Ausdauer. Der ist ja noch beschissener als der andere. Was ist denn das jetzt hier für eine Kacke? Okay, bevor ich jetzt dahin renne, gehe ich kurz mal zurück zur Schwester Genessa und finde mehr über die Hülle raus. Aber kurz mal gucken, was hier neu ist. Er hat ja noch weniger Ausdauer. Hallo? Nee, ich hätte gerne den einen Harry da, den superschnellen. Weil ohne Ausdauer bist du im Spiel hier aufgeschmissen. Da du ja auch nichts skillen kannst extra. Ah, vielleicht zahlt es sich aus, hier was zu suchen. Oder auch nicht. Ah, doch. Abbild von Salomon. Haben wir geraten, kann ich benutzen? Achso, das habe ich noch gar nicht benutzt. Haros. Wer war denn Haros? War der Typ? Nutzen wir mal. Ah, okay. So kann ich den Typen ja also wechseln. Alles klar, das sind jetzt hier die Eredrim und Salomon, das sind hier die Hüllen. Ach, deswegen kann ich die auch nicht benutzen, weil ich die nicht entdeckt habe, die Höhlen. Ah! Wieder was gelernt. Habe ich noch so eine Maske von Schwester Genessa? Ja, aber die Masken können mich zurücktransportieren. Und die hier? Was sind nochmal Einblicke jetzt? Ach, nee, nee, lass mal, die Einblicke brauche ich ja. Aber ich kann auch nicht sterben, da verliere ich meine ganzen, meine Tar-Klamotte. Na gut. Wir laufen jetzt zu Schwester Genessa. Und dann gucke ich mal, ob ich nicht den einen Typen da platt kriege.
Ach, da hinten ist der Bogen. Wieso sind die wieder da? Schieß doch, du Penner, schieß doch. Zurück! Ich war zu blöd. Ich habe vergessen, die Ausdauer zu gucken. Boah, ich muss noch leben, ne? Ja. Erstmal der hier, der geht mir auf den Sack. Mach doch was. So, jetzt ein Kumpel da hinten. Der Stinkepiet. Hallo, ja, komm. Nicht wieder runterfallen! Ach, falsche Taste. Wie viele von diesen Pilzen habe ich jetzt schon? 10 Stück. Ey, du kriegst mehr von diesen Giftdingern als von den Halbpilzen. Was ist denn hier? Ha! Ich sag mal, suchen zahlt sich aus. Entstehender Tar. Achso, ja, die habe ich ja schon. Tar, also da gibt es wieder Tarpunkte und das Ding, Nee. Entschlossener brauche ich auch. Was ist denn da kochen? Bärenfalle! Kriechen. Kriechen ist da. Weißt du, du wärst ganz einfach, wenn ich nicht jedes Mal deine scheiß Tacken reinrollen würde. Boah. Muss ich mal eben gucken, wo es die andere Höhle gab. Ich glaube, wie heißt der? Eredrin? Hä? Da ist er. Ach, ich drück mal X. Warum zeigen die auch X und nicht R1 an? Ey, die ist weg! Boah, ich dachte schon. Yes, slowly now. Wie kann ich jetzt in die andere Höhle wechseln? Och, ehrlich, Leute? Liegt hier irgendwie? Ja, da ist er doch. Unbekannte Hülle. Oh Junge, ich schwitz mir den Arsch ab, ne? Sip this and you'll see. Ist er da? 500 kostet mich das jetzt, herauszufinden, wer der ist? Wie viel habe ich? 1800? Ja, ach komm, was soll's, machen wir. Halten, hallo. Achso, da muss man halten. Bum, 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 bum. Eredrim, der Verehrenswerte. Promises all were desperate to hear, myself not least, for I'd seen my share of tragedy. I scratched my name in the book. Ich verstehe immer noch nicht, warum man solche Spiele nicht auf Deutsch synchronisieren kann. Okay. Ach du Scheiße, da brauche ich ja ganz schön viel hier von diesen Einblicke. Moment, wieso kann ich das nicht skillen? Ich hab doch... Ach, da kostet mich auch noch Einblicke, den zu erwecken da. Okay. Also man kann sagen, der Typ ist der Tank. Ja, der hat kaum Ausdauer, bringt nichts, ne? So, haben wir noch zwei, die wir finden müssen. Ah, Fledermausbaum, wo war der nochmal? War nicht bei der Kröte irgendwo? Ah, das ist doch hier der Schnelle. Aber da muss ich ja auch noch die passenden Waffen von den Typen finden, wenn das auch mal so eine Sache ist. Also, ich muss hier raus. Ach ja, toll. Heck, hier wieder Jason mit einer Stoffmaske auf dem Kopf.
geil. Kommt hier noch mal. Ah, oh, der Bogenschütze auch noch. Nicht amüsieren, renn weg. Oh, Junge. Ja, auf dem Sack. Hier oben war noch mehr gewesen, ne? Ja, ach du Scheiße, war eine dumme Idee. Wir gehen wieder rein. Ich geh wieder rein. Kacke, hör mal. Okay, ich nehme einen anderen Ausweg. Einen Ausgang. Lassen wir hier alles zurücksetzen. Bitte einmal heilen. Sip this. So. Hier gibt es auch noch ein paar Pilze. Ja, wir haben nicht viel geschafft in der Folge. Wir haben eigentlich nur den Haradran, wo der Typ heißt, da bekommen. Deswegen sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Einschalten. Georg Mal, du bist der Einzige, der zuguckt, ich weiß. Aber vielen Dank auch an alle anderen. Und mach zu, bis zum nächsten Mal. Tschüss.